12. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Straubing Tigers begrüßen die Düsseldorfer EG, die Links, mit neuem Assistant-Coach Mike Pellegrims kehrt nach Düsseldorf zurück. Die DEG in Weiß. Wir sind schon in der letzten Spielminute, erstes Drittel, denn es tat sich nicht viel bis hierhin. Und dann hatten Bennett Rosmi, Phil Veroni und Kenny Agostino eine kleine Dreifachchance. Aber Hunter Miska im Tor der Tigers hat am Ende doch noch die Hand auf dem Puck. Straubing auf Tabellenplatz 4, die DEG als einziges Team der DEL. Bislang noch ohne Sieg nach 60 Minuten. Die Anfangsphase gehörte Straubing, die hatten aber dann auch in der Schlussminute nochmal eigentlich ihre beste Chance durch Justin Scott, der hier plötzlich ganz allein vor Henrik Haukeland steht, den Puck aber nicht an Düsseldorfs Goalie vorbeibringt. Keine Tore nach den ersten 20 Minuten. Der Verlauf des Spiels änderte sich ab Spielminute 27, dem ersten Powerplay der DEG. Denn da hatte Düsseldorf hier einmal, zweimal, dreimal die Chance, in Führung zu gehen. Aber Straubing, das beste Unterzahlteam der Liga, behielt am Ende den Überblick. Weiter in dieser Powerplay-Sequenz die Düsseldorfer EG. Die Special Teams nicht die Stärke der DEG, so auch hier nicht, weil Hunter Miska zweimal überragend klärt. Erst der Schuss von Olischewski, unten mit dem Schoner rechts, dann Kevin Clark im Nachschuss, unten mit dem Schoner links. Miska hielt sein Team im Spiel. Dann der Auftritt von Philipp Gogola. Netz zappelt, Puck aber nur außen dran. Die DEG hätte hier mittlerweile führen müssen. Passte dann aber irgendwie zum Saisonverlauf der DEG. Powerplay Straubing, Connerly und dann Quick Nick Release Mattinen. 38. Spielminute. 5. Saisontor des Verteidigers mit einem perfekten Schuss oben über die Stockhandseite genau ins Eckchen hinein. Und Straubing hätte das Ding hier schon klar machen können. Hätte Mike Connerly hier sein 100. Tor für die Straubing Tigers erzielt. Aber die Latte rettet hier für Haukeland und die DEG. Unter Mike Pellegrims, er ist zuständig für die Defensive, für die Special Teams. In den Ansätzen war seine Arbeit hier durchaus erkennbar. Der Schlussabschnitt. Und plötzlich spielte hier nur noch Düsseldorf. Straubing minutenlang im eigenen Drittel festgespielt. Einzig die Chancenverwertung bei Düsseldorf noch mangelhaft. Dann aber diese Szene. Blank schickt Viktor Svensson Pfosten, aber er verwertet seinen eigenen Nachschuss zum 1:1 Ausgleich in der 45. Spielminute. Kein Wechselfehler, einfach Zuordnungsprobleme bei Straubing ermöglichen hier den Vorstoß von Svensson. Komplett durch die Mitte, alles frei. Erster Schuss schon gut und der Nachschuss sitzt dann. Drittes Saisontor von Viktor Svensson. In der Folge dann Chancen, wirklich Mangelware für Straubing. Aber hier hätte man ziemlich viel klar machen können. Guter Abschluss von Cody Lempel, aber sensationeller Save von Henrik Haukeland. Das Spiel nicht entschieden nach 60 in die Overtime. Da hatte nur Düsseldorf Puckbesitz, hatte diese Riesenchance. Toller Save von Miska und dann der einzige Puck, der an Straubing ging, der sitzt am Ende auch. 65. Minute und Malla Müller entscheidet dieses Spiel am Ende doch noch zugunsten der Straubing Tigers, die damit zum 7. Mal in Folge gegen die DEG gewinnt. Ich glaube, dass wir heute unser schlechtestes Spiel gezeigt haben in der ganzen Saison, aber können dann froh sein, dass wir 2 Punkte mitgenommen haben und die nehmen wir auch mit. Wir haben sehr, sehr, sehr gutes drittes Drittel gespielt und jetzt auch in der Verlängerung haben eigentlich Druck gemacht, waren die ganze Zeit in Scheibenbesitz.
ja, dann kriegst du einen Konter, das ist halt ja, bitter. Aber du kannst auf jeden Fall können wir darauf weiterhin aufbauen, ja. Die Straubing Tigers holen ziemlich viel mit ziemlich wenig aus diesem Spiel heraus. Die Düsseldorfer EG holt zwar nur einen Punkt, darf aber durchaus als moralischer Sieger hier das Eis am Pulverturm verlassen. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.